Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Connys Küche. Ich bin die Conny, das ist meine Küche. Heute möchte ich mit euch Risotto machen. Heute Abend gibt es bei uns ein leckeres Essen und zwar ist ja das Risotto als Beilage gedacht. Ich mache da ein Steinpilzrisotto mit einem Hirschfilet. Allerdings steht hier das Risotto im Vordergrund mit der Kenwood. Habe ich hier auch noch nie drin gemacht, also heute das erste Mal, aber natürlich mit euch, weil es soll ja super leicht und sehr bequem sein, mit der Kenwood Risotto zu machen. Was wir dafür brauchen, sind 50 Gramm Schalotten, Risotto-Reis, Steinpilze, ich habe getrocknet genommen, die eine Stunde quellen lassen und dann noch fein gehackt. Ich mache immer noch ein Lorbeerblatt ins Risotto, dann Weißwein, Brühe, Butter, Parmesan, ein bisschen zerhackte Petersilie und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. So, das erste, was wir machen, Kenwood anstellen. Nein, stimmt gar nicht, nicht anstellen. Unser Flexi-Rührelement anbringen. Wer schon mal geguckt hat, der weiß ja, dunkel habe ich für das Picanto und das hellgraue ist bei mir für das Süße. Also das dunkelgraue. Oder schwarze? Schwarz? Okay, also. Das bringen wir erstmal an. So, jetzt tue ich gleich mal die Butter rein. Brauchen wir mal. So. Jetzt stellen wir die Kenwood an und zwar auf 140 Grad. Da habe ich mich so ein bisschen an das Rezept im Kenwood-Kochbuch gerichtet, weil mit den Temperaturen, wie gesagt, das muss ich hier auch erst noch üben, rausfinden. Also habe ich mich da so ein bisschen an das Rezept gehalten. 140 Grad und anstellen. Und jetzt lasse ich die Butter erstmal schmelzen. So. Dann fügen wir, sobald die Butter geschmolzen ist, hätte eigentlich gereicht, wenn ich dann erst das Flexi-Rührelement angemacht habe, aber ja gut, jetzt ist es halt schon an. So. Jetzt fügen wir die Schalotten hinzu. So. Und auch gleich den Reis. Und die Steinpilze. So. Jetzt bringe ich natürlich erstmal meinen Spritzschutz an. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen anschwitzen, so glasig dünsten. Das dauert einen Moment. Ihr könnt ja Risotto, wenn ihr das Grundrezept habt, könnt ihr ja mit Risotto sehr viel machen. Ihr könnt sogar was Süßes reinmachen. Ich habe es zwar noch nie ausprobiert, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so der süße Esser, aber ihr könnt Kräuter reinmachen, ihr könnt Gemüse reinmachen, dass es etwas bunt wird. Wie gesagt, sämtliche Pilzsorten, außer die giftigen. Und wie gesagt, also Risotto ist da eigentlich sehr wandlungsreich. So, wenn wir das Ganze jetzt glasig gedünstet haben, wie gesagt, mache ich jetzt das Lorbeerblatt dabei und den Weißwein. So. Jetzt lasse ich das Ganze rühren, bis der Weißwein ein bisschen eingeköchelt ist, wie auch immer. Wir können allerdings die Temperatur jetzt auf 100 Grad runterstellen. Und bestätigen, ihr wisst ja. So. Also riechen tut es auf jeden Fall sehr gut, im Moment natürlich mehr nach Weißwein. Jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen ziehen. Ich denke mal so 3-4 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo meine Lieben, das geht hier doch schneller als ich dachte, von wegen 4 Minuten. Also es sind jetzt mal gerade 3 Minuten und der Weißwein ist eigentlich schon verflüssigt, weg. Jetzt also die Brühe dazu. So. Das so machen, dass, weil die Brühe muss jetzt wirklich komplett verkochen, so halbwegs. Jetzt stellen wir das Ganze 100 Grad haben wir, dann den Geschwindigkeitsregler
auf 3 Intervall. Das heißt, alle 20 Sekunden rührt er jetzt durch. Und jetzt nehme ich mal die Zeit aus dem Kenwood-Kochbuch. Da stand 18 Minuten. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und dann werde ich einfach mal den Reis beobachten, mein Risotto, wie er sich so macht. Und entweder sehen wir uns gleich nach den 18 Minuten wieder oder vorher schon. So, alle meine Lieben, wir haben jetzt noch ungefähr 45 Sekunden, bis die 18 Minuten abgelaufen sind. Ihr solltet beim Risotto, ist es wirklich am besten, immer noch ein bisschen Brühe in Reserve zu haben, weil bei mir ging es jetzt doch relativ zügig, dass die Brühe, eigentlich das Risotto super war, von der Schlunzigkeit her, wie man es so schön sagt. Allerdings war der Reis einfach noch zu bissfest. Das heißt, er braucht ein bisschen länger und deswegen ist es dann gut, wenn man ein bisschen Brühe nachschütten kann. Das habe ich hier auch getan, wie gesagt, dass auch die 18 Minuten laufen können. Jetzt kommt eigentlich als nächstes die Butter dazu, in Stücke. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt stelle ich allerdings mal das Rühren auf 0 ein, dass er permanent rührt. Moment. So. Und jetzt füge ich die Butter dazu, die auch schon weich ist. Ihr könnt es in Stücke, also ich gucke jetzt immer, dass das andere schon so ein bisschen verteilt ist. Ich gebe dann das letzte dazu. Das dauert jetzt ungefähr 5 Minuten laut Rezept. Also nach meinem, wo ich das in meinem Topf gemacht habe, sollte man das jetzt so ein bisschen 5 Minuten ziehen lassen nach der Butter. Jetzt ist gerade mein Fleisch, hat die Kerntemperatur erreicht. Moment. So. Da muss ich mein okay sagen. Ich habe ja meinen Hirschsteak mit Kerntemperatur. Wenn das erreicht ist, dann piepst du halt. Allerdings fährt jetzt die Temperatur runter beim Backofen und dann passiert eigentlich nichts mehr, gar nicht mehr nach und es soll ja auch noch ein bisschen ruhen. Also ist alles in Ordnung. So, jetzt gucke ich mal kurz. Jetzt muss ich noch mein Lorbeerblatt rausfischen. Weil das ist natürlich im Pott noch ein bisschen einfacher als hier mit dem Rührelement. Es ist aber noch ganz, ich sehe es. Meine ich zumindest, dass es noch ganz ist. Jetzt muss ich das Ganze mal eben Geschwindigkeit ausstellen. So. Und mal eben das Brot machen. So. Okay. Also Konsistenz ist wirklich sehr schön. Nur ich finde mein Lorbeerblatt nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es weg. Entweder. Ha! Ich glaube, es ist sogar ganz. So, kann ja nicht sein, dass mit mal ist. So, jetzt Maschine wieder runter. Und jetzt fügen wir noch unsere Petersilie hinzu. Das ist einfach für den Farbplex, wenn ihr es so schön wollt. Pfeffer und Salz zum Würzen und Parmesan. So, schütte ich jetzt mal da rein. Und stelle das Ganze noch mal kurz auf Durchrühren an. Das heißt, das verteilt sich jetzt noch ein bisschen, der Parmesan und die Kräuter mit dem Risotto. Auf jeden Fall ist es sehr schön. Was wichtig ist beim Risotto, dass er eigentlich immer feucht ist und gut zu rühren ist. Das hat mir zumindest so jemand beigebracht, dass man es so machen soll. Könnt ihr auch nachlesen.
Also Literatur gibt es ja genug über Risotto. So. Ich denke, das Ganze ist jetzt schön verwirrt mit dem Parmesan. Aus und hoch. So. Und jetzt, meine Lieben, guckt euch diesen Risotto an. Schön, schlunzig, essfähig. Ich richte jetzt den an, auch mit meinem Fleisch, was ja zum Glück auch fertig ist. Und dann zeige ich euch gleich nochmal den fertigen Teller mit dem Fleisch und dann sehen wir uns mal kurz wieder. Bis dann. So, meine Lieben, jetzt habe ich mein Risotto angerichtet, mein Fleisch geschnitten. Ich möchte euch meinen fertigen Teller zeigen. Fleisch ist natürlich wunderschön geworden, Risotto auch sehr cremig. Das könnt ihr jetzt noch mit einem Blatt Petersilie dekorieren und jetzt wollen wir mal probieren. Natürlich als erstes Risotto, weil das ist ja unser Augenmerk. Ja, sehr, sehr fein, auch gerade richtig. Ja, der Reis ist jetzt auch gut durch. Ich hatte ja zwischendurch mal gesagt, wegen der Flüssigkeit einfach probieren. Und jetzt muss ich natürlich mein Fleisch, weil irgendwie lacht es mich gerade an. Die schöne Rosane. Ich kann es euch nochmal zeigen. Also, das ist halt das Schöne mit Kerntemperatur. Weil ich will mir nicht so viel machen, sonst kann ich gleich nicht mehr reden. Da braucht man eigentlich gar kein Messer mehr für. Ist einfach butterweich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und bis dahin, alles Gute, eure Conny.